Ja, einmal kann man noch von Glück sprechen, aber zweimal, das muss dann schon können sein. Gratuliere, auch im Finale ganz vorne mit Donduro, Lena. Ja, heute war es noch einmal ein bisschen schwieriger und ein bisschen mehr auch mitzudenken. Wir haben gestern darüber gesprochen, weil heute ist ja gegangen darum, erst 0, dann schnell und 0. Und das ist dir gelungen, sogar als Einzige. Wie war denn der Parcours heute für dich? Der Stechparcours war schon ein bisschen schwierig, aber der Grundparcours ging eigenermaßen. Trotzdem, nicht allzu viele haben es geschafft, hier 0 zu bleiben. Es waren am Ende nur 3. Wie hast du es diesmal versucht anzulegen? Hast du dir ganz genau die Meter auch gemerkt? Ja, also man muss sich schon die Distanz merken und dann ist es einigermaßen leichter. Und man muss sich natürlich aufs Pferd verlassen können, ne? Ja. Du, heute haben wir ja noch viel, viel mehr Publikum hier drinnen gehabt. Warst du sehr nervös, wie du da hereingekommen bist oder jetzt auch am Schluss dann bei der Siegerehrung, wo so viel Applaus war? Ja, ich war sehr nervös und ich habe mir gedacht, das schaffe ich schon. Was hat dir denn am besten gefallen an diesem Wochenende? Das Finale und gestern das Springen am Abend war sehr spannend. Das war richtig spannend. Hast du auch schon ein bisschen Gelegenheit gehabt, hast dich schon ein bisschen umgeschaut auf der Messe? Gibt es irgendwas, was du dir jetzt wünschst, weil du ja so toll warst, was man dir vielleicht schenken soll? Ja, ich möchte so eine Satteldecke mit so einem mit Lancelot TN umsteht, die man so draufstecken kann. Wieso Lancelot TN? Weil er ein Pferd ist und er hilft mir immer und er ist mein größter Schatz. Das ist super, du magst die Pferde, das Publikum mag dich, gratuliere. Die Lena Binder, Siegerin auch im Finale der Ponytour. Ja, nächstes Jahr wieder, oder? Ja, ich hoffe.